Hallo und grüß euch auf den Kanal von Xena Nice. Heute gibt es wieder ein Glitch-Tutorial, und zwar wie man drei Guns ohne Mulle-Maschine tragen kann. Es geht ganz einfach. Bei der Map Shaolin Shuffle geht es einfach so, dass man die Becke Punch-Raum muss man öffnen und muss irgendeine Waffe punchen gehen, und dann hat man 30 Sekunden Zeit, dass man rausläuft, sich die RPR Evo kauft, dann wieder rein in den Teleporter, und da ist nachher der Zeitpunkt wie beim God Mode Glitch bei Wraith in the Redwood ungefähr, muss man knifen, also messern, und dann gleich danach Viereck drücken, Hold Square. Also das machen wir jetzt einmal, dann machen wir die Candle. Also machen wir mal einen Glitch. Also reingehen in den Becker Punchraum. Einmal die Waffe reingeben, dann gleich wieder raus, weil wir haben die 30 Sekunden Zeit, dass wir uns die RPR Evo kaufen. Und dann gehen wir gleich wieder in den Teleporter rein und kaufen und messern und drücken Viereck. Aus diesem verdammten Projektorraum. Und wenn ihr das richtig gemacht habt, habt ihr drei Waffen in der Hand. Also, ich drücke zuerst Messern, dann gleich Viereck drauf. Also, da ist die RPR Evo ist gepuncht jetzt. Da ist meine dritte Waffe und da ist die Candle gepuncht. Und wenn wir uns jetzt noch einen Mulle-Kick kaufen, können wir vier Waffen tragen. Das zeige ich euch auch gleich. Eine Kistenwaffe oder eine Wandwaffe, ist ganz egal. Die hirntoten Poser haben gleich ein Date mit dem Tod. Wir haben jetzt dann die Mulle-Kick und wir haben 1, 2, 3, 4 Waffen. Also wir haben einmal die. Dann 1, dann haben wir die Candle und dann haben wir die RPR Evo. Das ist ein permanenter Gunslot. Das ist richtig, richtig nice. Viel Spaß beim Nachmachen. Also wie gesagt, im Becker Punch Raum reingehen, die erste Waffe punchen, dann wieder rausgehen, die RPR Evo kaufen. Dann wieder reingehen in den Becker Punch Raum, dann einmal messern bzw. knifen. Und dann gleich darauf Viereck drücken, dann habt ihr den Slot, und wenn ihr das im richtigen Zeitpunkt gemacht habt, dann habt ihr drei Waffen und dem mit Mulle-Kick vier Waffen. Und wenn ihr stirbt, dann habt ihr wieder die drei Waffen ganz normal. Also das ist ein permanenter drei Waffen Glitch. Das wäre hier keine solche Scheiß-Show, wenn ich mehr S und G-Karten hätte.